Ja, 19 Froschkönige und natürlich auch Froschköniginnen. Und das Ganze begann mit ihm, mit Michael Brandt. Man sieht hier sehr schön noch den ersten Froschkönig. Gewonnen hatte er mit Scope, einem Brettspiel. Ja, und dann kam auch schon er, Olli Schulze. Hat die Pfandangel entwickelt. Die erste Arbeit, wo es um das Thema Pfand ging, kommt später nochmal. Ja, und dann natürlich nicht zu vergessen, Markus Wilke. Seine Abschlussarbeit war bisher die einzige Arbeit, die sich mit Fotografie beschäftigte und den Froschkönig gewann. Ein Semester später gab es dann unser erstes Duo, Marcel Kamps und Tobias Battenberg. Und die Arbeit hieß Turn the Tide. Ja, der gehört natürlich mittlerweile zum IKOSAIM-Inventar. Elmar Sander, auch der stand mal da vorne und die Arbeit hieß Chaos, auch ein Brettspiel. Beatrix Borsus, wir sind jetzt bei der 6. Preisverleihung. Sie gewinnt mit ihrer Abschlussarbeit Vasa, einem interkulturellen Projekt. Ja, der Michael. Der Michael Hennemann macht das Unmögliche wahr und gewinnt tatsächlich als Erstsemestler den Froschkönig. Ja, und wer jetzt genau aufgepasst hat, der hat gesehen, der Herr stand schon mal auf der Bühne. Tobias Battenberg hat zweimal den Froschkönig gewonnen in seiner Studienzeit und gewinnt mit seiner Arbeit auch den 2. Platz des Kölner Designpreises. Den kennen natürlich auch viele, mittlerweile Dozent bei der IKOSAIM, Michael Marx und eine sehr schöne Arbeit Homo Corruptus. Es ging um Korruption in Deutschland. Emanuel Steffens, der 2. von rechts, gewann nicht nur den Froschkönig, sondern auch den Internationalen Designpreis Halle mit seiner Arbeit Trinken statt Tragen. Ja, da war die Bühne voll. Das war das Projekt Weltgestalter. Eine ganze Gruppe, die den Froschkönig gewann. Und hier sieht man jetzt nur eine Arbeit von vielen, die in dem Projekt entstand. Paul Ketz, den darf man natürlich überhaupt nicht vergessen. Wieder eine Arbeit zum Thema Pfand. Und Paul hat es geschafft, mit seinem Pfandring einige Städte in Deutschland nachhaltig zu verändern. Ja, den mussten wir wirklich oben aus der Regie rauszerren. Michael Cengiz, das war der Vorgänger von JP. Und der machte an dem Abend Regie und wir sagten, ja, komm runter auf die Bühne, du hast gewonnen. Von Michael wieder zu Michael. Das nächste Double. Michael Marx räumt nochmal ab und gewinnt mit der Arbeit Boys Lab das 2. Mal den Froschkönig und den 2. Platz beim Kölner Designpreis. Es ist jetzt genau 9 Froschkönige her, dass eine Dame das letzte Mal gewonnen hat. Und jetzt haben wir auch direkt 2, Diana Mendes-Fernandes und Lisa Ritter, mit der Arbeit Konsumbotschaft. Und weil es so schön ist, nochmal eine Dame. Claudia Hüskes gewinnt mit ihrer Arbeit Archipel nicht nur den Froschkönig, sondern auch den international renommierten Designpreis, den Red Dot. Ja, unsere Boygroup. Jonathan Hand und Aaron Wolber gewinnen den Froschkönig mit ihrer Semesterarbeit Effizienzpreis NRW. Vom Kommunikationsdesign zum Produktdesign. Tina Zimmer, 2. von links, gewinnt mit ihrer Arbeit Schnittstelle nicht nur den Froschkönig, sondern auch den Designpreis der IKEA-Stiftung. Ja, Jungs, ihr schon wieder. Jonathan und Aaron gewinnen zum 2. Mal den Froschkönig, diesmal mit ihrer Abschlussarbeit Delibero. Und das waren sie, alle 19. Und die Frage ist jetzt, wer macht die Nummer 20?